nice ass, baby. Lecker Golferklamotten. Na, wenn das mal nix ist. Das sieht doch... Halt die Klappe. Das sieht doch schon nach was aus, oder? Nicht. Aber egal, wir nehmen das so hin, wie es kommt. Und gehen mit dem guten Tommy in den Golfclub, der hier gleich offenbar um die Ecke ist. So. Da wollen wir mal schauen. Die C-Person ist auf der Driving Range. Sorgt dafür, dass er seinen letzten Golfball geschlagen hat. Hallo Freunde. Huch, das ist ja lustig. Hui, hui, hui. This is the senior's lane, little one. Was auch immer. So, bewaffnen wir uns mal mit dem Golfschläger. Hat schließlich eine bessere Reichweite. Und dann geht's ab auf die Driving Range. Ja, machen wir das Radio aus. Warum auch immer ein Caddy ein Radio haben muss. Dann gehen wir mal ein paar Bälle schlagen, wa? Okay. Hat super Eigenschaften, Fahreigenschaften, das Auto. Ja, so wie ich das sehe. Ja. Passt auf, Freunde. Wir machen das folgendermaßen. Ach, shit. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass die hier nicht runterfahren? Nein. Ach, komm schon. Mein toller Plan. So, an die Kante. Ach, natürlich geht das. Wunderbar geht das sogar. Noch ein Stück, jawohl. Und jetzt versenken wir das Zeug, denn ich habe die Befürchtung, dass wir gleich einen Flüchtling haben werden. Wenn wir den Guten nicht gleich erwischen. Ja. Wunderbar. Wie viel haben wir noch? Zwei. Ach, kommt. Dann versenken wir unsere Karre ja auch. So, ausgestiegen. Und schups. Na? Wollen wir wohl? Schups. Nein. Ach, scheit. Ja, das war jetzt nicht ganz so geplant. Was? Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, ja, jetzt also auch Missionen für den guten Colonel Cortez. Den fand ich eigentlich ziemlich sympathisch. Also mal schauen, wie das mit dem so wird. Der war ja eigentlich ziemlich okay gewesen. So, und wenn ich jetzt... Moment. Das ist die Hupe und wenn ich mich recht entsinne... Ach, genau. Kurz die Hupe angedrückt und wir können... Oh, das war wieder mal die falsche Taste. Ich habe noch etwas mit der Steuerung zu kämpfen. Also kurz die Hupe angedrückt und wir können in solchen Fahrzeugen die Sirene einschalten. Wir machen jetzt aber mit der Kiste weiter, einfach weil die sich ein ganzes Stück besser fahren lässt. Ja, gehen wir den Auftrag von Avery gleich nochmal an? Ich würde sagen schon, oder? Aber diesmal versenke ich nicht erst die ganzen Kisten. Vielleicht ist es auch sinnlose Freizeitbeschäftigung gewesen jetzt. Schlagende Argumente mal wieder und ich würde sagen... Wir überspringen das ganze Späßchen mal hier. Ja, wir überspringen, habe ich gesagt. Wunderbar. Denn wir kennen das ja sowieso schon. Besorgt ihr bei Jogsport Golferklamotten. Ach, da stand es ja auch. Habe ich gar nicht mitgekriegt vorhin. Und hüpf. Naja. So ein wirklicher Hüpf war es jetzt nicht gewesen. Mann, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste. Ich verwechsel immer das Aussteigen mit der Handbremse, weil ich die direkt nebeneinander gelegt habe. Ach, ja. Nice ass, baby. Nice ass, baby. Ja, wo ist mein Auto?
Ach Mensch, jetzt muss ich auch noch laufen, na so ein Mist. Das Gute ist, jetzt habe ich keine Waffe mehr, die ich verlieren kann. Also im Prinzip haben wir nichts verloren. Theoretischerweise müsste die Waffe ja sogar noch da liegen, vor dem Eingang, oder? Also, ja, geht wieder. Und wieder rennen. Theoretischerweise müsste die Waffe ja noch hier, unsere Pistole. Ja genau, die liegt noch da, wunderschön. Die Zielperson auf der Driving Range sorgt dafür, dass er seinen letzten Golfball geschlagen hat. Was ist hier eigentlich los? Alte Damen Golfer treffen? Hallo, ich bin eine Lady. Darf ich mitmachen? Nein, du hast keinen Golfschläger. Na gut. Lalalala. So. Ja, damit. Und ab auf die Driving Range. Jedes Mal, wenn du in einen Golfwagen steigst, dann hast du manchmal einen Golfschläger vorausgesetzt, du hast nicht schon eine Nahkampfwaffe. Wieso habe ich den dann vorne aufgenommen? Oder wieso gibt's den dann hier am Eingang? Wir haben, glaube ich, Radio Espantoso drin, oder? Bam! Yeah! Der war cool. So. Aber wir wollten das ja nicht machen. Sondern wir wollten den Kollegen ja verprügeln. Hallo? 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 Who is this guy? Boys, deal with him. Get him! Kill that psycho! That's my graduation present! Oh, da ist was abgestürzt bei mir. Ich weiß gar nicht was. Wahnsinnig herausfordernd, würde ich sagen. Ja, das war's. Freunde? Keine Freunde. Okay. Dann mache ich euch alle fertig. Gut, einer ist hinüber. Oder sind die anderen auch? Nein. Yeah, wir haben's so dermaßen drauf, würde ich sagen. Wir sind voll die Golfprofis. Ja. Genau. Das war's dann also auch für den letzten. Und wir haben das sogar ganz ohne... Halt. Was haben wir denn hier Lustiges? Wir haben das sogar ganz ohne Verfolgungsjagd geschafft. Kann man den irgendwie... Hahaha. Wo ist er denn? Da? Ich habe noch gerade irgendwo gesehen. Ich will weiter Ball spielen. Lasst mich Ball spielen. Mein Ball ist weg. Ach man, das war so schön. Schade. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich habe so das Gefühl... Wo muss ich eigentlich lang? Ach da, ich habe so das Gefühl, dass Männer öfters mal wie Hunde sind, also wenn man einen Ball sieht, muss man einfach hinterherhetzen, zumindest geht es mir öfter mal so. Was auch der Grund dafür ist, weshalb Männer auf Fußball stehen, finde ich. Und hüpf, Bruch. Gut eingeparkt. Ey. Was soll das? Yo, Meathead, get back here. Aua, du Arsch. Na komm. Zeig's mir. Komm schon. Du Feigling, steh auf. Du Drecksau. Komm schon. Ja, die haben auch nichts drauf, die Freunde. Herr mit der Waffe und... Achso. Okay, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber gut. Jetzt haben wir uns von Golferklamotten in Golferklamotten eingekleidet und sind sehr cool in den Kamet eingestiegen. So, wollen wir mal schauen. Hier drüben dürfen wir, genau, da dürfen wir nicht drüber kommen. Denn hier ist ja tierischste Hurricane-Gefahr, wie wir auch sehen am Himmel. Was haben wir denn da? Danger! Hurricane Warning. No access across bridge. No cars beyond this point. Haha, bin drüber raus.
Haha, bin nicht mehr drüber raus. Haha, bin wieder drüber raus. Okay, okay. Ja, also ich glaube ja, dass hier kein Hurricane durchkommen wird, aber wir werden sehen. Halten wir uns eben erstmal auf dem Teil der Insel auf dem Ostteil. Und wir brausen. So, wen machen wir denn? Avery nochmal? Ach komm, wir arbeiten erstmal Avery ab, weil wir eh schon mal hier oben in der Ecke sind. Yeah! Und dann, wenn wir das haben, machen wir die Aufträge für Cortez, würde ich so sagen. Schauen wir mal. Schutt und Asche. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Ach, so ein großes Herz, der gute Mann. Ja, also wenn Avery sich jetzt aus der Stadt verpieselt, dann nehme ich mal an, wird das der letzte Auftrag für ihn sein erstmal, den wir hier ausführen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt aus lauter Großherzigkeit das Gebäude wegsprengen. Beziehungsweise wir müssen ermöglichen, dass Avery dann aus lauter Großherzigkeit... Was zur Hölle? Na gut, schauen wir mal, was hier eigentlich passieren soll. Im Topfanwagen. Benutze den ferngesteuerten Helikopter, um Bomben zu vier Zielen an den Blablabla. Du musst daneben zählen, eine Bombe abwerfen, Reihenfolge ist beliebig, wer hätte das gedacht. Um eine Bombe aufzunehmen, steuere den Helikopter direkt über sie, der Helikopter kann immer nur eine Bombe tragen. Um eine Bombe abzuwerfen, drücke Nummer 0 oder Maustaste links, okay, also wie schießen einfach. Wenn eine Bombe das Ziel verfehlt, kannst du sie erneut aufnehmen und es nochmal versuchen. Wenn du die erste Bombe aufgenommen hast, wird der Zeitzünder aktiviert, okay, bei der Aufnahme schon. Sonst hätte ich gesagt, fliegen wir nach ganz oben und werfen dort als erstes ab, aber bei der Aufnahme, da ist es ja dann eigentlich Wurst. Über eine Haupttreppe hat man Zugang zu einem Stockwerk des Gebäudes. Geht klar. So, schauen wir mal. So. Ah, okay. Wie kann ich jetzt... Muss ich hier auch irgendwie... Ach, okay, die nimmt es automatisch auf. Dann wollen wir mal. Yeah, wuhu. Wie zur Hölle haben wir jetzt da gerade angeeckt mit unseren kurzen Rotoren? What the f? Und blub. Boah, zielgenau getroffen. Da jagen uns die dicken Bauarbeiter. Aber sie können nicht fliegen im Gegensatz zu uns und deswegen werden sie uns nicht kriegen. Sie werden uns nicht kriegen, denn sie können nicht fliegen. Ein toller Reim. Kamera drehen bitte. Dankeschön. Ach ja, bislang ist das ja wahnsinnig spannend, die Mission. Oh, wie zur Hölle ecke ich da immer an? Das verstehe ich nicht ganz. Wenn du eine Bombe aufgenommen hast, zeigt ihr Radar die Position des Ziels in Relation zu dem ferngesteuerten Helikopter. Okay, also müssen wir wohl hier hoch. What was that? Ich bin das. Ich würde auch, wenn ich einen Helikopter sehe, der Dynamit unten dran hat und das überall verteilt, würde ich auch die ganze Zeit im Helikopter hinterher rennen. Anstatt entweder das Dynamit zu... Warte, Moment mal, ich muss mal das probieren. Wow, wie lustig! Anstatt einfach das Dynamit zu entfernen oder wegzurennen. Nö, dann jage ich auch dem Helikopter hinterher. Ach, wie schön. Ich glaube, wir werden Freunde, der Helikopter und ich. Also ich komme ganz gut mit dem zurecht. Besser als mit so manchem Auto.